Wie ich es bereits gestern sagte, wird nun in den letzten Tagen vor der Wahl in Thüringen und Sachsen wirklich nochmal alles aufgefahren, was die Politiker zu bieten haben. Seien es nun Abschiebungen von 28 Afghanen, also teilweise schwerste Straftäter mit einem Handgeld von 1000 Euro, oder der Auftritt von Saskia Esken bei der Welt, die ja im klassischen Sinne wirklich die Welt nicht mehr versteht, warum man denn die SPD nicht wählen könne. Ja, wen hätten wir noch? Ach ja, Katrin Göring-Eckardt, ne, die wuselt auch momentan ganz, ganz viel auf X rum und versucht immer noch, die Grüne Partei als die Partei des Friedens und des Umweltschutzes darzustellen. Ja, und auf der anderen Seite fährt Björn Höcke, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, einfach mal so, mir nichts, dir nichts, mit 200 potenziellen AfD-Wählern und ihren Simsons halt durch Thüringen. Also, schauen wir uns in diesem Video einmal an, was gestern so alles los war. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hier bei diesem Video genau anfangen soll, denn gestern ist so viel passiert. Ja, könnte auch eine halbe Stunde Video draus machen. Das heißt, ich konzentriere mich hier in diesem Video einmal auf die für mich wichtigsten Dinge, die gestern so passiert sind. Ja, und vielleicht sind wir da ja auch einer Meinung. Also fangen wir doch einmal mit dem ganz linken politischen Spektrum an, gehen dann so über die vermeintliche Mitte, die demokratische Mitte. Ja, und dann enden wir in diesem Video in Thüringen, bei der Simson-Fahrt von Björn Höcke. Also fangen wir doch einfach mal jetzt wirklich im linken politischen Spektrum an, also sprich bei Sarah Wagenknecht, also der gleichnamigen Namensgeberin für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht war gestern bei NTV in der Sendung Frühstart. Ja, und Sarah Wagenknecht hat dort gesagt, pass mal auf, ist ganz schön, dass ihr uns alle wählt, aber mit der AfD werden wir definitiv nicht zusammenarbeiten. Aber die CDU wäre unser, Zitat eines anderen Politikers, Premium-Partner. Ja, und was sie genau sagte, das könnt ihr euch hier einmal ganz kurz anschauen. Dort könnten Sie entweder der CDU oder der AfD zur Macht verhelfen, so wie die Umfragen jetzt sind. Für was entscheiden Sie sich? Ja, wir werden natürlich nicht Herrn Höcke zur Macht verhelfen, weil Herr Höcke ist jemand, der einem völkischen Weltbild anhängt. Das ist jemand, der Hass schürt. Mit solchen Menschen kann man nicht zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir ja gar nicht so viele Optionen, wenn es eine vernünftige Regierung geben soll. Und ja, wir werden sehen, wie die CDU sich verhält, die Art und Weise, wie Herr Vogt zurzeit herumpoltert, wie auch zum Beispiel unsere Spitzenkandidaten immer wieder beleidigt, dass sie angeblich ferngesteuert seien. Ich finde, das ist jetzt keine gute Voraussetzung für eine gemeinsame Koalition. Aber okay, es ist Wahlkampf. Also ich hoffe, nach dem Wahltag wird es hier tatsächlich auch eine Möglichkeit für eine sachliche Zusammenarbeit geben. Wir wünschen uns das zumindest und wir werden da auch auf die CDU natürlich zugehen. Aber nicht nur Sarah Wagenknecht, sondern, und jetzt befinden wir uns bei der politisch-demokratischen Mitte und so, sondern auch Michael Kretschmer, der jetzige oder noch besser gesagt Ministerpräsident von Sachsen, der sieht das anscheinend genauso. Denn beim TV-Sender Welt, und das hat dann die Welt auch ausgestrahlt, könne er sich durchaus eine Koalition aus CDU und BSW vorstellen. Doch auch Kretschmer wird Bündnispartner brauchen. SPD und Grüne könnten es wieder knapp schaffen und stehen bereit. Die Wagenknechte des BSW bieten auch eine Chance zur Mehrheit. Nur mit der Linken und der AfD will der CDU-Chef nicht regieren. Und, wie ihr hier sehen könnt, eine Koalition aus CDU und BSW ist in Sachsen durchaus möglich. Also die entsprechenden Stimmenverhältnisse geben das jetzt her, auch wenn man da jetzt einmal schaut, ne, 42, 18, ne, wären jetzt 60, wäre Patt, also genau Mitte von 120 Sitzen, aber dadurch, dass diese anderen kleinen Parteien nicht in den entsprechenden Landtag einziehen, erhöhen sich die entsprechenden Stimmen prozentual zu jedem und der käme dann letztendlich eine CDU-BSW-Koalition irgendwas so auf die 51,7%. Also sprich, sie hätten ein Mandat mehr, als sie eigentlich bräuchten. Von daher, prinzipiell wäre das also in Sachsen morgen Abend durchaus möglich. Und wo wir uns jetzt schon bei der demokratischen Mitte, also CDU, SPD, FDP und Grüne befinden,
Ja. Was war das gestern für eine panikartige Abschiebung von 28 Afghanen inklusive 1000 Euro Handgeld? Symbolpolitik, würde ich sagen, war das. Das war die reinste Symbolpolitik. Denn auch der Fokus berichtet zum Beispiel darüber, dass diese Abschiebungen, die ja nun von langer Hand geplant worden sind, also das ist ja nicht von heute auf morgen, dass man da hingeht und sagt, so, du kommst jetzt mit, na, und ab in Flieger und tschüss, gen ehemalige Heimat oder so. Nee, nee, das wird schon über Wochen und Monate hinweg geplant. Das muss ja auch alles irgendwie koordiniert werden. Wichtig allerdings zu wissen bei der ganzen Geschichte ist, dass die Behörden, also die höherrangigen Behörden, ne, die Anweisung bekommen haben, dass das unbedingt vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen passieren muss. Das war so der erste Aufreger. Und darüber hatte halt der Fokus berichtet. Und der zweite Aufreger war, wie kann es sein, dass diese 28 Straftäter dann auch nochmal 1000 Euro Handgeld, also das 2,5-fache Jahreseinkommen in Afghanistan in die Hand gedrückt bekommen, ja, irgendwie, damit sie überhaupt das Land verlassen? Oder wie soll man das? Wie sollte sich das irgendwie jemand hier vorstellen? Da geht es darum, und das sagen dann dementsprechend auch viele, vor allem Linke auf X, ja, da gibt es so ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.04.2022 und darauf haben sich alle berufen. Schade an der ganzen Geschichte ist, aber das ist typisch für, sagen wir mal, Linke, dass sie nicht verstehen, was da in dem Urteil drinsteht und sagen, ja, ja, das muss aber so sein, ne? Also das müssen wir so machen, ne? Und hier, ne, 1000 Euro und lalala. Und von daher hier einmal das Urteil im Wortlaut. Maßstab für die im Rahmen der Prüfung nationalen Abschiebungsschutzes nach § 60 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention anzustellende Gefahrenprognose ist grundsätzlich, ob der vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer nach seiner Rückkehr gegebenenfalls durch ihm gewährte Rückkehrhilfen in der Lage ist, seine elementarsten Bedürfnisse über einen absehbaren Zeitraum zu befriedigen. Nicht entscheidend ist hingegen, ob das Existenzminimum eines Ausländers in dessen Herkunftsland nachhaltig oder gar auf Dauer sichergestellt ist. Das sagt das Urteil aus. Also prinzipiell hätten die auch mit 340 Euro, also sprich einem Jahresgehalt, in Anführungsstrichen abgespeist werden können. Da geht es, wie gesagt, nicht um die Höhe, sondern es geht darum, dass man sagt, okay, na, wir schieben ihn ab, der muss zumindest für einige Zeit abgesichert sein, damit es auch keinen weiteren Klagegrund gibt, zu sagen, meine Abschiebung aus Deutschland war rechtswidrig, weil mir dort zum Beispiel Verarmung gedroht hat oder so. Deswegen. Und mehr ist es eigentlich nicht. Mir persönlich geht es jetzt auch nicht um die 1000 Euro. Von mir aus hätten die auch, keine Ahnung, 1500 oder 2000 Euro kriegen können. Denn letztendlich ist das alles kostengünstiger, als diese Menschen noch länger hier in diesem Land versorgen zu müssen. Sei es die ganzen Prozesse, Rechtsanwaltskosten, Unterbringung, und sei es auch, ne, jetzt bei den 28 in einem Gefängnis. Aber diese Symbolpolitik zu sagen, so, wir machen das, wir sind jetzt diejenigen, ja, die hier wirklich auch hart durchgreifen, das kauft ihnen keiner mehr ab. Denn gestern wurden diese 28 Afghanen abgeschoben. Gleichzeitig sind aber 113 Afghanen neu ins Land gekommen. Ja, bis zum Ende des Monats werden alleine diesen Monat 2.798 Afghanen ins Land kommen. Von denen statistisch gesehen, ja, und es geht nur um Statistik, 157 eine Straftat begehen, 60 davon eine schwere Straftat. Reine Statistik. Also von daher, wenn wir das so weitermachen, also 28 pro Tag, bei denen die hier alle, nur diejenigen, die hier letztendlich ihren Aufenthaltsstatus verloren haben, kann man sich das durchrechnen. Wir bräuchten 40 Jahre. 40 Jahre, und da darf nicht mal mehr Zustrom dazukommen. Alleine die Menschen, die hier sind, die theoretisch nach Afghanistan abgeschoben werden müssten, ja, und halt auch nach Syrien oder wie auch immer, wir bräuchten 40 Jahre. 40 Jahre, wenn wir jeden Tag 28 Menschen abschieben würden. Ja. Deswegen, das war reine Symbolpolitik.
So, dann kommen wir einmal zur anderen Seite des politischen Spektrums. Wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, nun befinden wir uns in Thüringen. Und in Thüringen, ja, was ist da? Da gab sich der Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, recht volksnah, möchte man meinen. Also mit 200 meist Jugendlichen ist er durch Thüringen, also auch seinem entsprechenden Wahlkreis, auf 200 Simsons gefahren. Und er wurde dabei auch, wie ihr hier einmal sehen könnt, von einem Filmteam begleitet. Das Video hat man dann gestern Abend, also die waren wirklich schnell anscheinend, gestern Abend dann noch auf X online gestellt. Und das könnt ihr euch, und es steht unten in der Videobeschreibung, dort auch gerne einmal anschauen. Allerdings wird die AfD in Sachsen und in Thüringen nicht nur von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen gewählt, sondern wenn man sich jetzt einmal auf die letzten Wahlumfragen bezieht, durchaus auch von älteren Menschen, also sprich von der älteren Generation. Und warum das so ist, das sagte der Europaabgeordnete Peter Büstron schon im Mai diesen Jahres und hat dazu eine wirklich gute Stellungnahme abgegeben. Ja, ich will das mal aufgreifen mit den starken Umfrageergebnissen an den ehemaligen Ostländern. Das ist ein ganz klarer Beweis dafür, wie wir wirklich als Partei sind. Denn diese Menschen haben schon einmal ein totalitäres System erlebt. Ja. Und deswegen durchschauen sie das, was hier jetzt passiert. Das sind genau die Menschen, die sagen, oh, deswegen bin ich damals bei den Montagsdemos nicht auf die Straße gegangen, damit ich das 30 Jahre später komplett dasselbe durch die Hintertür wiederbekomme. Deswegen sind wir so stark. Ja. Und deswegen sind wir auch im Westen so stark bei allen naturalisierten Deutschen, also bei Menschen, die irgendwo aus Polen, aus der Tschechoslowakei kommen oder aus der ehemaligen Sowjetunion. Ja, weil die das alle schon erlebt haben. Und die sagen, die AfD ist die einzige Partei, die gegen diese Mechanismen ankämpft. Ja. Und mein Fazit bei der ganzen Geschichte ist, während ja, die einen wieder diese Ausschließeritis fabrizieren und die anderen eine unglaublich heftige, krasse Symbolpolitik betreiben, gibt sich die andere Partei halt volksnah. Das sind so die Strategien der einzelnen Parteien. Aber am Ende kommt es eigentlich nur auf einen an, auf einen einzigen. Und das seid ihr. Also wenn ihr morgen in Sachsen oder in Thüringen zur Wahl aufgerufen seid, dann nehmt diese Chance wahr. Geht wählen und wählt vor allem dann die Partei oder den Spitzenkandidaten in eurem Landkreis, der eure Interessen eurer Meinung nach am besten vertritt. Denn letztendlich, ihr habt die Wahl. Und von daher, meine Lieben, ja, letztmaliger Hinweis, ja, morgen Abend wir haben uns jetzt geeinigt, ab 17.45 Uhr auf meinem Twitch-Kanal bei Carsten, Jan auf seinem Live-Kanal auf YouTube, auf DLive und auf Getter werden wir uns morgen mal zusammensetzen und das Wahlergebnis aus Sachsen und in Thüringen kommentieren. Also es würde uns beide sehr freuen, wenn ihr auf einem Kanal eurer Wahl einschaltet. Ihr werdet überall das gleiche Bild sehen. Von daher, ja, die Leitung, das Programm besser gesagt, was für euch am stabilsten erscheint, schaltet ein. Wir würden uns sehr freuen. Und ein weiterer Hinweis, ich habe heute Morgen nochmal mit dem Urheber dieser entsprechenden Kitchen News Tasse gesprochen. Und wir werden uns nächste Woche einmal auseinandersetzen. Und mal 10 von diesen Tassen, vielleicht auch ein paar mehr, bestellen, die wir dann hier ja, an die treuen Zuschauer verlosen werden. Also sprich an euch. Also von daher nochmals vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen noch eine wirklich, wirklich tolle Woche, Restwoche. Ich wünsche euch allen einen sonnigen Tag und einen tollen Wahltag morgen. Und, ja, ihr kennt's, bin ich der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun an den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.